Willkommen zu diesem neuen Video. In diesem Video geht es mal um was anderes. Und zwar habe ich von Gardena das Smart-System zur Verfügung gestellt und dieses möchte ich jetzt mal mit euch auspacken. Tja, was ist das Ganze? Das ist ein Set, mit dem ihr euren Garten automatisieren könnt. Tja, das klingt erstmal ein bisschen verwirrend, weil der Garten automatisiert, wie soll das Ganze klappen? Aber es geht halt darum, dass man die Bewässerung des Gartens damit automatisch steuern kann. Und zwar ist das Ganze ganz schön intelligent, denn dabei ist ein Bodensensor, der halt die Feuchtigkeit misst und kann dann, je nachdem wie feucht der Boden ist und wie viel Luftfeuchtigkeit in der Luft ist, dann halt entsprechend die Bewässerung des Gartens steuern. Aber nun gut, nicht lange reden, sondern wir wollen einfach mal gucken, was so in diesem Starter-Set mit dabei ist. Wenn wir das Paket öffnen, dann sieht das folgendermaßen aus, wie wir es jetzt zusammen hier auch sehen können. Und zwar sind da diese drei Hauptkomponenten mit dabei. Wir fangen einfach mal an und schauen uns mal dieses Wasserventil genauer an. Das sieht so aus. Vorne haben wir einen Druckknopf drauf, dann sind dort drei LEDs an der Seite. Hier oben mit einem Filter ist der Anschluss für den Wasserhahn selber, wo wir den halt runterschrauben können. Und das war es eigentlich auch schon. Naja, unten drunter, da ist natürlich nochmal der ganz normale Wasseranschluss für den Gartenschlauch oder das Mikrodip-System. Was können wir dann damit machen? Wir können zum Beispiel einen Rasensprenger daran anschließen oder was wir halt auch machen können, ist halt, wie gerade eben schon kurz angedeutet, das Mikrodip-System, was es auch von Gardena gibt. Das Ventil sowie auch das Feuchtigkeitssystem sind soweit batteriebetrieben, das heißt, wir haben hier unten eine kleine Klappe und können dort drei Batterien, drei Mignon-Zellen soweit mit einsetzen, um das Ganze halt dann zu betreiben. Als Zubehör für dieses Ventil sind hier auch nochmal zwei Ringe mit dabei. Das sind so Reduzierstücke, damit auch dieses Ventil auf jeden Fall bei euch zu Hause mit am Wasserhahn passt. Das heißt, ist halt dieser Anschluss, passt ja nicht sofort, können wir halt diese Reduzierstücke nehmen, sodass wir dann auf jeden Fall dieses auch direkt unter den Wasserhahn zu Hause mit montieren können. Machen wir mal weiter. Was wir ebenfalls hier noch mit im Karton finden, ja, wer hätte das gedacht, sind natürlich auch die Anleitungen. Diese in verschiedenen Sprachen und auch nochmal so ein kleines Heftchen, was es noch so alles gibt von diesem Smart-System, weil man nicht nur diese Gartenbewässerung dann anschließen kann, man kann auch noch eine extra Pumpe für irgendwie Wasser halt mit anschließen oder halt auch den automatischen Rasenmäher, denn auch den kann man damit betreiben und so dann das Ganze mit steuern, das heißt, wenn halt der Rasen soweit bewässert wird, läuft halt der Rasenmäher nicht. Finde ich sehr praktisch und das ist mal smart. Als nächstes möchte ich mir mit euch zusammen den Bodensensor anschauen. Tja, wofür ist der da? Wie der Name schon sagt, der Bodensensor misst halt die Feuchtigkeit im Boden. Das heißt, dieses Gerät wird halt soweit in den Boden reingesteckt und unten sieht man dieses weiße kleine Stück. Dort sitzt halt der Sensor drin, der halt dann die Feuchtigkeit im Boden misst. Aber nicht nur die Feuchtigkeit im Boden wird gemessen mit diesem kleinen Gerät, sondern es wird ebenfalls noch die Lichtstärke gemessen, sowie halt die Außentemperatur. Das wird halt oben hier drin gemessen und auch diese Daten werden halt durch dieses kleine Gerät erfasst. Danach kann das Ganze dann kombiniert werden zusammen mit dem Ventil, sodass dann halt bedarfsgerecht auch die Bewässerung gesteuert werden kann. Zu guter Letzt, natürlich dürfen wir das nicht vergessen, denn auch die Zentrale ist dabei. Diese Zentrale verbindet halt die einzelnen Smart-Geräte mit dem Internet, sodass wir dann auch von unterwegs aus unseren Rasensprenger halt soweit steuern können oder das Mikrodip-System oder wie auch immer. Wir können Temperaturen überwachen, auch ebenfalls von unterwegs und das Ganze halt soweit mit der Gardena-App soweit bedienen. Eine Sache ist ebenfalls noch mit dabei, für manche Hersteller nicht mehr selbstverständlich, aber ich finde es halt wichtig, dass sowas mit dabei ist, was einfach zu einem Komplettpaket dazugehört. Und zwar ist es das Netzwerkkabel. Ein 1,5 Meter langes Netzwerkkabel ist dabei, um halt die Basisstation dann direkt zu Hause auch mit dem Router verbinden zu können. Nachdem wir nun alles ausgepackt haben, können wir also weitermachen mit der Einrichtung des Systems. Alles wird gesteuert über die Gardena-App und die habe ich jetzt schon mal runtergeladen hier auf mein Smartphone und die Registrierung habe ich jetzt auch schon mal abgeschlossen. Wir können uns danach einfach mal anmelden mit dem Benutzernamen und dem Passwort und dann sind wir auch schon drin in der Gardena-App. Das Schöne an der App ist, dass die alle möglichen Schritte, die zu tun sind, selbstständig zeigt und das macht uns das Ganze einfach sehr simpel und logisch soweit.
das durchzugehen. Als erstes müssen wir die Basisstation mit dem Internet verbinden und dem Stromkreis natürlich. Und als erstes checkt die Basisstation eigenständig, gibt es irgendwelche Updates von der Firmware auf dem Gardena-Server oder nicht. Danach müssen wir die App selber mit der Basisstation verbinden und das Ganze klappt super einfach mit dem QR-Code. Diesen müssen wir einfach scannen, denn der QR-Code selber befindet sich auf der Unterseite des, der Basisstation. Das heißt, wir scannen einfach diesen kleinen QR-Code und danach ist halt die App selber mit der Basisstation soweit fest verbunden, so dass wir dann alles Mögliche halt direkt mit der App steuern können, um dann Geräte anzulernen, aber natürlich auch, um diese dann nachher zu steuern. Nachdem nun also die Basisstation mit der App verbunden ist, habe ich damit begonnen und die Geräte angelernt. Gestartet bin ich dann einfach mit dem Sensor selber und das Ganze geht natürlich auch wieder ganz einfach über die App. Als erstes müssen wir die Batterien einsetzen in das Gerät und man sieht dann halt schon im Gerät selber, dass da so ein Verbindungsmodus startet. Das heißt, oben ist so eine kleine LED dran und die fängt dann fleißig an zu blinken, so dass da für uns auch signalisiert wird, dass sich dieses Gerät gerade im Verbindungsmodus befindet. Nachdem nun die Basisstation die Suche nach dem Gerät aufgenommen hat und auch gefunden hat, wird dieses in der App auch signalisiert. Danach wird das Gerät halt eingebunden und danach kurz gecheckt, okay, gibt es nochmal wieder ein Firmware-Update für dieses Gerät selber. Das heißt, ist die Software, die auf dem kleinen Messsensor halt soweit drauf ist, ist die auf dem aktuellen Stand oder nicht? Bei mir im Fall war es so, dass sie nicht auf dem aktuellen Stand war und entsprechend startete dann automatisch schon das Firmware-Update für dieses Gerät, was doch relativ lange dauerte, ungefähr eine halbe Stunde hat es gedauert, aber na gut, dann legt man es halt kurz zur Seite und lässt das Firmware-Update soweit durchlaufen. Nachdem wir nun also den Temperatursensor schon mal angelernt haben, beginnen wir dann einfach mal das Ventil anzulernen. Tja, eigentlich genau der gleiche Schritt wie sonst auch. Das heißt, wir müssen ein neues Gerät einfügen, klicken hier einmal drauf in der App, gehen dann auf Water Control, das kleine Icon hilft da vielleicht nochmal ein bisschen, was daneben war, und beginnen dann damit, dieses Gerät halt soweit einzurichten. Wie auch schon bei dem anderen Gerät müssen wir als erstes die Batterien soweit hier einsetzen. Auch da ist unten so eine kleine Klappe, wo wir dann die Batterien soweit einsetzen können. 3 Mignon-Zellen kommen hier an der Zahl soweit mit rein und können danach die Klappe auch soweit hier wieder schließen. Der Anlernmodus, der startet dann sofort automatisch, das heißt, man muss nicht irgendwie noch einen Knopf drücken oder ähnliches, nein, alles wird automatisch gestartet und wie man hier auch schon sehen kann, die LED fängt schon an zu blinken, das heißt, dieses Gerät sucht schon die Basisstation vom Gardena Smart System. Man sieht es ja auch schon in der App, das heißt, ja, wenn wir hier auf Weiter klicken, fängt die Suche halt soweit auch von der Basisstation an und die Geräte können halt dann miteinander kommunizieren und soweit fest miteinander eingerichtet werden. Auch hier bei dem Wasserventil war es so, dass nachdem halt das eingerichtet worden war, in der App erstmal das Firmware-Update startete. Das heißt, wieder ungefähr eine halbe Stunde hat es gedauert bei mir. Die Firmware wird halt hochgeladen, installiert und so weiter. Aber wie gesagt, ich muss auch sagen, ich weiß nicht genau, was eine halbe Stunde war, weil ich einfach das Gerät beiseite gelegt habe und nachher funktionierte das Ganze. Nachdem wir nun also das komplette System eingerichtet haben, das heißt, dass die App ist installiert auf dem Smartphone, die Basisstation ist richtig eingerichtet, dann der Temperatursensor ist soweit integriert und auch halt das Wasserventil, können wir halt mit dem Part beginnen, der uns allen ja irgendwie am meisten interessiert, denn das ist eigentlich das Ziel, warum wir das System überhaupt haben. Und zwar die Installation im Gewächshaus, im Beet, auf der Rasenfläche oder wo ihr auch immer das halt einrichten wollt. Bei mir war es so, dass es halt ins Gewächshaus eingerichtet wird und entsprechend bin ich halt ins Gewächshaus und habe diese Geräte installiert. Wie ihr da sicherlich schon vermutet, ist das sehr einfach, weil es ja echt nicht viel zu installieren gibt. Den Temperatursensor, den stecke ich einfach bei mir mit ins Tomatenbeet und den eigentlichen Wassersensor selber, tja, den müssen wir halt drunter schrauben unter den Wasserhahn. Es sind ja diese Reduzierstücke dabei, die ich auch vorgestellt habe. Und eines davon brauchte ich auch in meinem Fall. Das heißt, erstmal dieses Reduzierstück drunter schrauben unter Wasserhahn und danach den eigentlichen Sensor soweit mit befestigen. Und dann kann das Ganze auch schon losgehen.
Das soll es an dieser Stelle auch mit dem ersten Teil schon gewesen sein. Im zweiten Teil zeige ich euch nochmal kurz, wie ich das MikroDip-System bei mir installiere, sowie auch mit der App verschiedene Bewässerungsarten soweit einstellen kann und was für Möglichkeiten ich da habe. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wie immer. Ich freue mich über einen Daumen hoch und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Vielen Dank, bis dann. Ciao.